Der Kranjskagora Riesensalonsieger der Jahre 2000. Oder Veles Suschulo, der ehemalige Slalomfahrer. Der Mann hat die Kurssetzung gemacht. Die Kurssetzung gibt Bantiro zweifellos behagt. Die eben auch den Schweizern behagt hat. Also zumindest Kavietzl und Meijer sehr behagt hat. Ja, das ist ja recht dampfend durch mich. Oben ist ja der Teil von der Linie. Ja, das ist eine gute Kurve. Ja, ausgezeichnet. Wie gesagt, die Sieger auf die Super-G-Fahrer haben halt das Gespür für die Kurve, um 1,2 Meter zu verlängern. Da sieht es wirklich aus Schwung, sieht einen Dampf, den er entwickeln kann. Also. Das ist super. Also Pentureau mit einem richtig starken zweiten Lauf bisher. Ziel haben. Sport, Achtung. Sicher nicht ideal geglückt, aber dieser große Vorsprung. Denn wird er sich doch nicht mehr nehmen lassen. Nein, macht er nicht. Es bleiben 88 Hundertstel. Zweitbeste Laufzeit. Und Gino Kavietzl ist von der Spitze verdrängt. Die Laufbestzeit im zweiten Durchgang übrigens immer noch bei Stefan Hadalin. Aktuell Position 13. Und der zweifache Kranjskagora-Sieger, Alexis Pintureau, der legt eine Zeit vor und eine Leistung vor. Da sind die vier, die noch oben stehen. Herausgefordert. Klappt es im drittletzten Anlauf doch noch mit dem ersten Riesensalon-Podest des Winters.